We make people happy. Duschen. Das Besondere an dieser, an speziell dieser Vorstellung Horror ist, glaube ich, die Zusammenarbeit. Wir sind 8 Darsteller auf der Bühne, wovon Schauspieler, Tänzer, ja, Schauspieler und Tänzer. Und das Timing muss so präzise sein, die Choreografien, die wir haben, die müssen so aufeinander eingespielt sein. Das heißt, das Vertrauen ineinander, das ist für mich das Allerwichtigste und auch das, es ist einfach super, das zu erfahren, dass wir das so hingekriegt haben mit der Gruppe. Ich bin Tänzerin. ich brauche die Sprache nicht. Ich gehe gerne ins Texttheater, das nicht, aber ich drücke mit meinem Körper aus. Und gerade bei Horror ist es mir nicht leicht gefallen, um Angst darzustellen. Aber das habe ich, auch das habe ich in der Bewegung, auch in der kleinsten Bewegung, das Atmen zum Beispiel, habe ich das gefunden. Das ist ungefähr die 8. Produktion, die ich zusammen mit Jakob Album erarbeitet habe. Und ja, wir machen, wenn es nicht Texttheater ist, machen wir im Grunde genommen alles zusammen. Wir haben 2 Kinder, das heißt, da gibt es logistische Probleme. Aber ansonsten ist es eine Riesenbereicherung und ich sage immer wieder ein Geschenk. Weil, dass man zusammenarbeiten kann mit den Menschen, denen man eigentlich am meisten vertraut. Ja, wie ich auch gerade vom Vertrauen gesprochen habe mit der Gruppe. Da erreicht man was, da kann man an Grenzen gehen. Ja, einfach das. Dadurch, dass es kein Texttheater ist, dass es sich durch Bewegung, durch Musik, durch Illusionen darstellt auf der Bühne, ist im Grunde genommen die Reaktion der Zuschauer sehr ähnlich in den Ländern. Zumindest der Applaus ist eigentlich immer begeistert. Ab und zu unterscheiden sich die. In London haben wir auch während der Vorstellung viel Reaktion gehabt. Hier in München war das Publikum sehr gespannt und ganz still. Aber der Applaus hat einfach alles gesagt. Vielen Dank. Top Publikum.